Das gab's noch nie. Ein Erzbischof im Wedding. Der traditionelle Berliner Arbeiterkiez ist das Zuhause des neuen Kardinals. Es ist auch so eine Nahtstelle zwischen Ost und West. Wenige Meter von hier verlief einmal die Mauer, da an der Bernauer Straße. Und das macht vielleicht auch ein bisschen deutlich, dass es mir darum geht, ja auch die Einheit in der Stadt zwischen den beiden alten Teilen ein bisschen zu befördern und natürlich auch die Einheit in der Kirche zu befördern. Die Wohnung ist gerade eingerichtet, da muss sich Rainer Maria Wölki um neue Talare kümmern. Ja, das sind hier also dann die Kleider, nach denen Sie gefragt haben. Das ist hier sozusagen das, hoch, so die Flusendorf, das normale Kleid, was man denn so bei offiziellen Besuchen trägt. 33 Knöpfe stehen für das Leben Jesu. In der Messe trägt der Kardinal Rot. Es ist die Farbe der Märtyrer, die für ihren Glauben gestorben sind. Ich hoffe, dass man das also nicht tun muss, aber Sie wissen selber, dass das heute auch nicht immer so ganz einfach ist, zu seinen Glaubensüberzeugungen und zu dem Evangelium zu stehen. Und das weiß auch jeder andere Christ, jeder Katholik, der das auf seine Weise versucht, der sich an seinem Arbeitsplatz, in seiner Nachbarschaft, im Freundeskreis dazu bekennt. Da kann man dann auch schon mal ein abfälliges Lächeln oder eine Bemerkung erfahren. Und das ist vielleicht eine andere Form des Todes. Es muss nicht immer das Blutzeugnis direkt sein, wenn man sich zu seinem Glauben bekennt. Zeit seines Lebens hat der 55-Jährige in Köln gelebt. Eigentlich wollte er einfacher rheinischer Pastor sein, wurde aber 2003 von Kardinal Meißner zum Weihbischof geweiht. Zuvor war er unter anderem 7 Jahre lang Privatsekretär des Kardinals. Seine Ernennung zum Erzbischof des Bistums Berlin kommt überraschend. Im August 2011 wird Wölki Nachfolger des verstorbenen Kardinals Sterzinski. An der Spree ist der Rheinländer nahezu unbekannt. Es heißt nur, er habe an der konservativen Opus Dei-Universität promoviert. Doch Wölki will sich nicht in Schubladen stecken lassen. Ich ordne mich nirgendwo ein. Ich bin ich selbst und ich versuche mich einzuordnen in der Nähe Jesu als Christ und als Bischof. Und das ist natürlich das Entscheidende. Da ist eigentlich mein Ort und mein Platz und ich hoffe, dass ich den dort auch ausfüllen kann. Der Erzbischof überrascht. Einer seiner ersten Besuche gilt Roma-Familien in einem Flüchtlingsheim. Und du gehst in den Kindergarten? Sprichst du auch schon Deutsch? Oh, klasse. Ein Monat nach der Amtseinführung. Die Herausforderung für den Erzbischof. Der Papst kommt nach Deutschland. Wir haben Ihren Besuch lange ersehnt und erhofft. Danke, dass Sie gekommen sind. Danke, dass Sie da sind. Ein gelungener Heimatbesuch. Keine 4 Monate später ernennt der Papst Wölki zum Kardinal. Wölki ist das jüngste Mitglied im Konsistorium. Insofern war das schon ein bisschen überraschend und gewöhnungsbedürftig. In Köln sind wir natürlich immer mit einem Kardinal auch groß geworden. Kardinal Höfner, Kardinal Frings, Kardinal Höfner, Kardinal Meißner. Das gehört so ganz selbstverständlich dazu. Aber dass man jetzt selbst dazu gehört, das muss man wirklich erst noch mal ein bisschen verkraften. Der Berliner Kardinal ist bekennender Fan des ersten FC Köln. Die Messdiener des Doms haben das zum Abschied mit einem besonderen Geschenk gewürdigt. Auch als Kardinal bleibt Rainer Maria Wölki seinem Wahlspruch "Wir sind Zeugen" treu. Eine grande gioia annuncio che il prossimo 18 febbraio terrò un consistorio nel quale nominerò 22 nuovi membri del collegio cardinalizio. Come è noto, i cardinali hanno il compito di aiutare il successore di Pietro nello svolgimento del suo ministero, di confermare i fratelli nella fede e di essere principio fondamento dell'unità e della comunione della Chiesa. La Repubblica Ceca, Mons. Wilhelm Jacobus Eik, Arcivescovo di Utrecht nei Paesi Bassi, Monsignor Giuseppe Pettori, Arcivescovo di Firenze, Monsignor Timothy Michael Dolan, Arcivescovo di New York, negli Stati Uniti d'America, Monsignor Rainer Maria Wölki, Arcivescovo di Berlin, Repubblica Federale della Germania, Monsignor John. Grazie per la preparazione. Sì, bene.
The College of Cardinals are meeting in the Synod Hall at the Vatican for a day of prayer and reflection the day before the consistory. The theme of the day was the announcement of the gospel today between Missio Ad Gentes and the new evangelization, and was introduced by the Archbishop of New York, Cardinal-designate Archbishop Timothy Dolan. Afterwards, the president of the Council for the Promotion of the New Evangelization, Archbishop Salvatore Fisichella, spoke of the upcoming Year of Faith. The meeting of the College of Cardinals began at 10 a.m. with mid-morning prayer and will continue at 5 p.m. with the recitation of Vespers. On Saturday, the Church received 22 new cardinals. During the ordinary public consistory, the Pope invested each of the new cardinals with a ring and with the scarlet beretta. May Christ's total gift of self on the cross, the Pope said, be for you the foundation, stimulus, and strength of a faith operative in charity. Ganz sympathisch, unprätentiös. Gestern fühlte er sich noch fast wie im falschen Film. So schnell ist das alles gegangen für den Kölner Weihbischof Rainer Maria Wölki. Als Erzbischof von Berlin wird ihm jetzt die Kardinalswürde verliehen. Er sieht in seiner Erhebung zum Kardinal eine Auszeichnung für Berlin, für die deutsche Hauptstadt und für ihre Bürger, sowie für die Katholiken, die in der DDR unter schwierigen Umständen ihren Glauben bekannt haben. Und seine Titelkirche ist die Kirche des heiligen Pfarrers von Ars in Rom, Parrocchia San Giovanni Maria Vianney. In the church and in the world, always be in Christ alone, responding to his logic and not that of the world, and may it be illumined by faith and animated by charity, which comes to us from the glorious cross of the Lord. Each of the rings given to the cardinals bore the images of Saints Peter and Paul, with the star in the center that represented the Madonna. Wearing this ring, the Pope noted, you are reminded each day to remember the witness which these two apostles gave to Christ, even unto martyrdom here in Rome, their blood making the church fruitful.